Hallo, ich begrüße euch hier im Outdoor-Atelier. Mein Name ist Sunbull, ich bin Pop-Art-Künstler, mache 3D-Installationen auf Leinwand. Das letzte Mal habe ich euch gezeigt, wie der Bereich Himmel auf dem Hintergrund, auf der Leinwand entsteht. Und heute arbeiten wir die Sonne ein. Das ist jetzt der zweite Versuch. Bei dem ersten Versuch ist das Handy ausgegangen. Okay, ich übe noch. Von daher habe ich jetzt hier schon mal angefangen, aber ich versuche euch es nochmal von Anfang an zu zeigen. Bei meinem ersten Versuch eben ist etwas sehr Interessantes passiert. Ich zeige euch das mal. Das hier. Seht ihr die Risse da drin? Dafür gibt es eigentlich einen Speziallack, der diese Risse verursacht. In meinem Fall ist es dadurch entstanden, dass ich verschiedenfarbige Farben verwendet habe, die unterschiedlich schnell trocknen. Und daher entstehen diese Risse. Die sehen so interessant aus, dass ich die jetzt hier einfach mal so belasse. Gut. Ich habe also eine zweite Leinwand. Ist immer gut, wenn man an zwei Leinwänden arbeiten kann. Die hole ich jetzt mal und zeige euch das. So. Hier ist die zweite Leinwand und mache das noch ein bisschen weiß. Weiß ist immer die Grundlage der ganzen Geschichte. Ja? Auf Weiß entwickeln sich andere Farben am besten. Wenn man einen farbigen Hintergrund in welcher Farbe immer hat, dann klappt das mit den anderen Farben nicht so gut, außer man hat jetzt eine bestimmte Mischtechnik vor. Wir sind hier in der Natur, das heißt, die Natur versucht dann auch Einfluss auf das Bild zu nehmen, sich da zu etablieren, in Form von Blättern, Krümeln, Fliegen, biologischen Elementen. Ich meine, ist ja auch ihr gutes Recht, wir sind hier in der Natur. Okidoki. So, ich habe jetzt hier zwei verschiedene Gelbtöne, um das noch ein bisschen wärmer zu machen. Einen Farbverlauf hinzubekommen, ohne dass die Leinwand runterfällt. Ja, das ist zum Teil irgendwie auch so ein bisschen Vorführeffekt. Okay, jetzt mal vorhin ist aber der Blick auf die Kamera, läuft sie noch? Wow, ich bin beeindruckt. Noch hält sie durch. Okay, das sieht interessant aus. Es sieht wild aus, es sieht ungeordnet aus, es sieht chaotisch aus, es sieht aus wie die Natur, wie die untergehende Sonne, die auch nicht immer ordentlich aussieht. Soll sie auch nicht. Soll lebendig aussehen. Okidoki. So, wo hat die Natur meine Sprühflasche? Gut, jetzt gehen wir zur anderen Leinwand. Diese gerissene Struktur, die finde ich schon sehr interessant. Und jetzt, wo habe ich meinen Kreis? Okay. Gut. Oh, da ist sogar noch was drin. Nicht schlecht. Ja, wenn diese Sprühdosen, die Caps etwas älter sind, dann fangen sie an zu pinkeln, spritzen, so wie sie es nicht sollen.
So. Da haben wir einen Sonnenuntergang. Noch nicht ganz, aber den Rest sehen wir später. Das ist wieder die nächste Phase, wo der untere Teil des Hintergrundes entsteht. Aber das kommt erst noch. So. Läuft die Kamera noch? Wow, sie hält durch. Das ist ein guter Anfang. So. Jetzt haben wir hier die zweite Leinwand. Ja. Sieht gut aus. Und jetzt. Ja, cool, cool. Guckt euch mal den oberen Teil an hier. Ja, da sieht man den Himmel, sieht man die Himmelsstrukturen noch in der Sonne. Das finde ich äußerst faszinierend, ich liebe sowas. Diese Übergänge, diese interessanten farblichen Übergänge. Gut, das ist das, was ich euch jetzt zeigen wollte. Freut mich, dass ihr da wart. Bei 3D-Installationen in Licht und Schatten. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Ich hoffe, es war interessant. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis demnächst. Bye.